Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ja, wie schon versprochen, starten wir den Part in einem Spind. Und ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ja, super. So. Wir müssen jetzt weiterkommen. Oh. Oh Mann. Spannung ist hoch. Nur noch schnell zum Speichern. Perfekt, 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 perfekt. Speichern, speichern, speichern. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Jetzt ist auch noch diese leicht hektische Musik mit dabei. Nicht, dass es einen unter Druck sitzen wird oder so. Hey, was ist hier los? Ach, da brennt's. Okay. Hä? Was war das? Oh, oh, oh. Scheiße, wo ist er? Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Hi, servus, Sigi. Wuhu! 73. Da war's schon wieder. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Oh fuck, ey. Boah, der steht da immer noch. Oh, 8, 8, 8. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. Oh fuck. Oh, hau ab, ey. Ich bin leer. Oh fuck. Kacke. Aber wir haben zum Glück gespeichert. Boah, es wird immer hartnäckiger, das Vieh. Ja, Wahnsinn. Es lässt sich auch vom Flammenwerfer nicht mehr so beeindrucken. Was machen wir da? Okay, die Ladesequenz, die beunruhigt mich ein kleines bisschen. Ah ja. Jetzt. Halt. Okay, probieren wir es nochmal. Er ist unten, er ist unten, er ist unten. Ich verstecke mich jetzt erstmal in dem Spind. Ich weiß nicht, wo das ist. Entweder im Treppenaufgang oder im Zwischenschacht. Zwischenschacht, sage ich schon. Zwischengang. Wo wir gleich durchlaufen müssen. Der ist über uns. Jetzt kommt er die Treppe runter, oder?
Wo ist das? Der müsste doch jetzt irgendwo sein. Ist der über uns? Der muss über uns sein, ne? Oh Mann. Ja, dann nutzen wir doch mal die Zeit, um mal eben auf die Karte zu gucken. So, wir befinden uns hier unten. Ob das hier der clevere Weg ist, dann muss ich nicht diesen großen Bogen laufen, gell? Wenn ich hier durch die Kommandozentrale da durchlaufe. Mit den ganzen Knöpfen. Und dann schnell raus. Und hier in diesem Aufzug, das ist, denke ich mal, ein Aufzug, ja, um dieses Solomon-Habitat reinzukommen. Der ist über uns. Uns gar nicht hören. Weil hier alles so laut ist. Da ist er gewesen, da ist er gewesen, da ist er gewesen. Muss ich aufmachen. Komm, komm, komm. Ey, Siggi, hau ab. Er ist doch nicht wahr. Na also. Lass, geh auf. Ist es das? Ja. Nein, falscher Knopf. Oh, Menschenskinder. Oh. Adrenalin ohne Ende. Aber jetzt habe ich meine ganze Flammenwerfermuni jetzt nur für diesen kleinen. Gang geopfert. Oh nee. 43. Ach nö, wer seid ihr denn? Mann, ey. Da steht so ein Knilch. Ist hier auch einer? Nein, Gott sei Dank nicht. So, speichern. Ah, Siggi ist auch schon wieder unterwegs. Strom wiederherstellen. Oh, nein. Hier habe ich keine Möglichkeit, mich zu verstecken. Sind auch noch die Menschen. Mal kurz auf die. Oh, na, ich hoffe, der sieht mich nicht. Stellen Sie den Strom zum Solomons Habitat Transit wieder her. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh Mann. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Mehr will ja, ich nicht. Dann lass uns zusammenarbeiten. Lass uns doch zusammenarbeiten.
Zugangscode benötigt. Oh, willst du mich verarschen? Los, komm, wir sind schneller als er. Der muss ja noch hinten ein bisschen rumpatrouillieren. Komm. Oh, das hat mal relativ gut geklappt, gell? So. Bisschen Schrott einsammeln. Ist ganz schön neblig hier. Und ich habe hier so ein Sausen im Ohr. Steht hier sowas wie ein blödes Radio. So, 1851. Das schreibe ich mir mal wieder auf. 1851. Hat er? Zack. Nee, falscher Knopf. Ich will nicht groß-klein schreiben. So. Okay. Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid. Aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Du siehst mich nicht. Bitte. Ja, der steht im Rücken zu uns. Nochmal schnell speichern. Immer hier so Step by Step. Code holen, speichern. Code nutzen. Sachen da drinnen erledigen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, hau ab. Jetzt erschrecke ich mich schon von meinem eigenen Schatten. Ha! Wo ist er? Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Das hattest du schon mal gesagt. Seit ich zuletzt geschlafen habe. Ich frage mich, was meine Kinder gerade so treiben. Sehr, sehr gut. Revolvermuni, immer gut. Nützt nur leider nichts gegen dieses Alien. Ah, Speicherpunkt, perfekt. Also, Plan. Betätigen. So, Strom ist wieder da. Speichern. Perfekt. Jetzt kommst du runter?
machen, Siggi. Das war ich, keine Sorge. So, jetzt schnappt er sich den Kumpel. Echt jetzt? Und mich sieht er, oder? Oh, und der geht auch. Dein Fehler. Leute, 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 ich sag's euch. Ups. Oh, echt jetzt? Jetzt hängt er da. Das müssen wir speichern. Das geht gar nicht anders. So. Pumpgun. Ach Gott. Ist da ein Facehugger drin? Willst du mich? Ah. Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Ach nö. Ah, also, Schrotflinten her. Hat er. So, jetzt erstmal verstecken, oder? Ah, das war so klar. Oh, da ist noch ein Abspülband. Ah, oh, hier habe ich keinen Flammenwerfer mehr. Mhm. So. Okay, Molly, könnte ich theoretisch noch ein basteln. Oder auch nicht. Sie fix. Oh, jetzt fehlen mir diese zwei Komponenten. Ich habe mich gefragt,
wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Oh, jetzt muss ich den Zug auch noch holen. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin erstmal raus. Ciao. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here.